Ich darf Sie herzlich begrüßen im Namen des Vorstandes und der Geschäftsführung des BTGs zu unserer diesjährigen Autowaschkongress hier in dem schönen Elbetal. In diesem fantastischen Wetter wissen wir alle genau, wir verpassen zu Hause nicht viel. Wir machen auch hier keine großen Vorreden. Es geht sofort los, also wie in der Formel 1. Jetzt will man natürlich auch wissen, was bewegen wir als Branche denn in so einem Markt insgesamt? Das ist auch gerade für das Selbstwertgefühl einer Branche auch mal wichtig, sich zu vergleichen mit anderen Branchen. Wie macht man das? Wir machen es so, dass wir als erstes mal beim Kraftfahrtbundesamt die Daten beziehen. Und zwar auf regionaler Ebene, das heißt ganz konkret auf Basis der fünfstelligen Postleitzahl. Das ist das Feinste, was man hier bekommen kann. Und wir lassen uns vom Kraftfahrtbundesamt für ein kleines Entgelt, für einen fünfstelligen Betrag, die Daten in der Form geben, dass wir wissen, wie viel Polo aus welchem Erstzulassungsjahr fahren in einer bestimmten Postleitzahl. Auf dieser Basis können wir dann die Marktstrukturen in den einzelnen Gebieten aufbereiten. Wir wissen, das ist für uns sehr wichtig, weil die Waschhäufigkeit abhängig ist vom Fahrzeugalter und vom Fahrzeugsegment. Je älter ein Fahrzeug ist, desto weniger wird es gewaschen und das Fahrzeugsegment ist entscheidend. Der Kleinwagen wird weniger gewaschen als der Mittelklassewagen. Der Mittelklassewagen wird weniger gewaschen als die Oberklasse. Und der SUV hat auch wieder ein anderes Verhalten, weil letztendlich teilweise auch Übergrößenprobleme und sonst was aufkommen. Sie referieren heute über das Thema die Geheimwünsche der Autowaschkunden. Mhm, genau. Wie haben Sie das denn ermittelt? Ich habe keine Ahnung von Autowaschanlagen. Ich bin diejenige, die nicht weiß, was oder den Unterschied einer Portalanlage und einer Waschstraße nicht kannte, bis vor ungefähr 6 Monaten, als mich der Herr Drott angesprochen hat. Und ich dann tatsächlich als Waschmuffel, nämlich mit so 2, 3 Wäschen im Jahr, wenn es hochkam, den Selbstversuch gemacht habe und dann tatsächlich regelmäßig in unterschiedlichen Waschstraßen war, um zu prüfen, woran liegt es, dass so ein tolles Produkt, also das Produkt ist ja hervorragend, das macht ja alle glücklich. So ein sauberes Auto, was aussieht wie neu, macht alle glücklich. Warum wird das so wenig von manchen Kunden in Anspruch genommen? Und zu welchem Ergebnis sind Sie gekommen? Es gibt unterschiedliche Ansätze. Einer ist sicherlich, dass das Ergebnis gar nicht so sehr im Fokus steht. Also das Ergebnis des gewaschenen Autos wird selten kommuniziert, sondern es geht immer um den Prozess des Waschens. Und der ist natürlich wenig schön. Und das heißt, einerseits ist es dieses, stellen Sie das Produkt, das ja super ist und das jeder haben möchte, in den Fokus. Und andererseits ist es, glaube ich, eine noch zu wenig auf Zielgruppen orientierte Umgangsweise an den Waschstraßen. Meinen Sie, also die Autowaschstraßenhersteller geben sich ja große Mühe und machen ja so mehr und mehr Disco-Partys aus den ganzen Anlagen. Was halten Sie von der Idee? Also es ist sicherlich, die Qualität ist sicherlich wichtig und dass ich eine saubere, ordentliche Umgebung habe und nicht so dieses düstere Loch, was man ja vor noch ein paar Jahren oder Jahrzehnten hatte. Ob es eine Disco-Waschanlage sein muss, weiß ich nicht. Ich glaube, dass Kleinigkeiten viel zählen, nämlich auch wenn das schwer dann in die Realität umzusetzen ist, das Gefühl, willkommen zu sein und gerne dort da zu sein. In manchen Waschanlagen hatte ich wirklich am Ende das Gefühl, die schmeißen mich jetzt raus, weil dann steht so sofort abfahren und ich habe das Gefühl so, oh Gott, ich muss jetzt schnell weg und das kann ja nicht der Sinn der Sache sein. Das heißt, es geht eher um Kleinigkeiten, freundliches Personal, das haben wir gehört, ist natürlich ein Traum. Das hat man nicht immer durchgängig, das ist auch klar. Und dann gibt es sicherlich was, wo man das noch institutionalisieren kann sozusagen. Gibt es einen Unterschied zwischen Waschstraßen und Portalanlagen? Habe ich empfunden. Ich fand Portalanlagen eher noch unbefriedigender, weil dort der Fokus, ich war oft in Portalanlagen mit Tankstelle verbunden und dort das Personal noch weniger auf den Waschkunden eingerichtet ist. Das heißt, da das Waschen wirklich nur so am Rande mit beiläuft und gar nicht so im Fokus steht. Deswegen habe ich eigentlich die Waschstraße, obwohl sie für mich mehr Stress bedeutet, als angenehmer empfunden, weil da wirklich das Ergebnis und das Autowaschen im Fokus steht. Bevor wir dir, lieber Jochen, jetzt die Ehrennadel anstecken, gilt aber unser abschließender und ganz besonderer herzlicher Dank deiner Ehefrau. Ohne ihre große Unterstützung in eurem Unternehmen und ihrem Verzicht auf die viele Zeit, die du für unseren Verband aufbringst und unterwegs bist, wäre die Ausübung deines Ehrenamtes gar nicht möglich. Vielen herzlichen Dank an euch beide.
Meine Damen und Herren, liebe Freunde, Kollegen, ich bedanke mich außerordentlich für diese tolle Ehre. Ich hoffe, ich habe es einigermaßen verdient. Ich bin ja der Dritte in der Runde, der dieses trägt. Weitere Amtsdreher sitzt hier rum. Erdo sitzt hier rum. Ja. Ah, da. Ja, es ist, ja, ich bin ein bisschen überwältigt, dass man dieses erfährt. Man kriegt ja meistens, wenn man verabschiedet wird oder so. Aber ich möchte jetzt auch die Gelegenheit wahrnehmen, mich in aller Form bei Sigrid Pump zu bedanken. Sigrid Pog hat in 48 Jahren den Verband an zweiter und jetzt auch 18 Jahre an erster Stelle weiter nach vorne gebracht. Von den Mitgliedern, von dem Niveau, von dem Engagement, speziell auch ihr Lieblingskind, mit dem sie ja in diesen Verband gelockt worden ist, mit der Autowäsche, die ihr besonders am Herzen liegt, und auch die Kollegenschaft und die ganzen Dinge, wir gemeinsam schon erlebt haben. Es war mit ihr eine ganz tolle Zeit, das zu erleben zu dürfen. Die Kontinuität, die Zuverlässigkeit, die Solidität, die Umsicht. Wir haben uns nicht gekloppt, aber wir haben auch schon mal öfters unsere Meinung ausgetragen, aber immer, ich sag mal, in einer sehr netten Atmosphäre und auch immer um die Sache. Es ging nie um die Personen. Ich habe auch Sigrid sehr viel zu verdanken. Und jetzt muss man nach vorne kommen. So, meine Damen und Herren. Nee, ne? Nicht auch. Ja. Wann dann? Wann dann, ja genau. Also, liebe Sigrid, es ist mir eine große Ehre, dir mal etwas näher zu kommen. Und mir diesen Namen anzustecken. Die habe ich in meinem Schmal unter Verschluss, da kannst du gar nicht dran kommen. Jeder Staat, jede Regierung hat einen Geheimdienst. Ja. Vielen Dank, Sigrid. Und jetzt mach du das. Ich habe gerade gedacht, wir sollten das in Zukunft doch wieder abstimmen miteinander. Und, also das war wirklich nicht abgestimmt. Und eine Ehrennadel, Helga? Eine Ehrennadel wird eigentlich, wie der Name schon sagt, einem Ehrenamt verliehen. Ich bin Geschäftsführerin gewesen und ich habe meinen Job gemacht. Ich bin dafür bezahlt worden und von daher ist das mehr als überraschend jetzt, aber ich bedanke mich natürlich ganz herzlich und ja, ich kann nur als Fazit jetzt sagen, es war eine schöne Zeit, eine schwierige Zeit manchmal, aber es war wirklich toll. Ich würde es jederzeit wieder so machen und ich kann mich nur bei allen bedanken, die mich in dieser Zeit unterstützt haben. Gerd, natürlich, bei dir, bei Jochen, der immer für mich da war, ob im Urlaub oder gerade auf seinen Betrieb aufgepasst. Er war immer da, wenn ich ihn gebraucht habe. Beim Vorstand und natürlich auch bei meinen Kollegen und Kollegen, oder ohne die das Ganze überhaupt nicht möglich gewesen wäre. Die machen wirklich einen guten Job und Thomas, ich freue mich, dass dir dieses Team auch zur Seite stehen wird und ich wünsche dir alles, alles Gute für deine neue Aufgabe. Aber ganz wichtig natürlich auch, dass ich mich bei Ihnen, nämlich unseren Mitgliedern bedanke. Ohne Sie wäre ein Verband ja gar nichts. Ja, es bleibt mir eigentlich nur noch, Ihnen alles, alles Gute zu wünschen. Bleiben Sie gesund und ich wünsche Ihnen weiterhin viel Erfolg. Jo, danke nochmal.